Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Farm Manager 2018. Ja, wir sind hier wieder in der Erntezeit und pflanzen nebenbei hier ein paar Bäume und so. Das haben wir jetzt angefangen oder habe ich jetzt angefangen? Da können wir dann auch noch Himbeeren mal machen, habe ich mir so überlegt. Dass wir da auch noch ein bisschen was zu tun haben. Da ist angepflanzt. Oder? Kürbis, ja. So, hier können wir das machen. Hier müssen wir Bodenqualität, Fruchtbarkeit ist gut. Hier würde ich jetzt mal Insekten Himbeeren kaufen. Dass wir da mal Himbeersträucher setzen. Himbeerstrauch kaufen wir mal 30. Ich weiß nicht, wie viel wir da brauchen. Da kann geerntet werden. Gegen Insekten. Ach, das ist noch nicht da. Wann wird denn das geliefert? Jetzt. Arbeiten. Oh, der Trecker sieht nicht mehr gut aus. Der sieht gar nicht mehr gut aus. Ja, hier sind es am Pflanzen. Das ist gut. Und holen natürlich neues Material. Noch 9 Tage. Himbeeren wollte ich pflanzen, genau. Das war's. Auswählen. Sind die noch nicht geliefert? Oder kann ich die da drin nicht anpflanzen? Das ist die andere Möglichkeit. Was hatten wir hier? Insekten? Insekten, okay. Müssen wir eh erst anliefern lassen. Der ist noch am Pflanzen. Der ist kaputt. Ganz toll. Läuft. Läuft, läuft. Muss man schon sagen. Wie lange braucht ihr noch? Ihr seid noch eine Weile beschäftigt. Schulung beendet. Okay. So, ich wollte hier gucken wegen Himbeeren. Kann ich nicht machen, okay. Pflanzen wir mal Kartoffeln. Was haben wir hier? Ah, das dauert noch ein bisschen, okay. Hier haben wir auch alles fertig. Können wir nochmal Gurken setzen. Ja, ich weiß. Insekten auf dem Feld. Aber was soll ich machen? Oh, der fährt wieder. Sehr gut. Da sind sie noch am Säen. Oder am Pflanzen vielmehr. Säen kann man das ja nicht nennen. Achso, ich könnte aber ja. Ich habe doch noch den anderen Schlepper. Aber kein Ding dafür. Dumm gelaufen. Haben wir Leute, die das machen können? Eine. Das lohnt nicht wirklich. Das lohnt nicht wirklich. Hoffen wir, dass die hier gleich fertig sind.
Aber sieht aus, als wären die an der letzten Reihe. Dann haben wir alles gepflanzt. So, dann wird der Schlepper jetzt nämlich auch frei. Und dann können wir da auch wieder tätig werden, ne? Die sind am... Da haben wir Kürbisse, genau. Da würde ich gerne... Ja, Kartoffeln habe ich ja jetzt. Was sollten wir kaufen? Roder für Kartoffeln. Bis zum 31.10. Dann müssten wir auch fast mal irgendwann Kartoffeln anpflanzen, ne? So, das machen wir trotzdem gerade noch. Arbeiten. Unkraut haben wir jetzt auch noch. Na, herrlich. Bestens. Und die Schlepper sind alle marode. Das ist noch besser. Was machen wir da? Weil der hält auch nicht mehr ganz lange durch. Wo fährt er jetzt hin? Hm. Hm. Ja, ich würde es ja gerne ernten. Ja, ganz lang macht er auch nicht mehr mit. Blöd. Sehr blöd alles. Geht ihr hier gerade mal ernten, bitte? So. Ah ja, da haben wir gepflanzt. Dann können wir hier jetzt auch Kartoffeln, bitte. So. Das können wir hier ernten. Das ist schon mal gut. Das machen wir jetzt auch. Repariere sie. Ja, so viel zu... Das können wir jetzt dann auch. Jetzt können wir nicht mal weitermachen, solange der hier repariert wird. Ah, okay. Bitte reparieren. So, hier machen wir jetzt gerade mal Ernte noch. Da hat der Schlepper ja nicht ganz viel zu tun. Ist aber keinen, der hier fahren kann, doch. Wollte doch schon sagen. Da können wir auch ernten. Was brauchen wir denn da für Maschinen? Funktionierende auf jeden Fall. Funktionierende wäre sehr von Vorteil. Da kann auch geerntet werden. Du nicht. Dich brauchen wir als Maschinist. Was brauchen wir denn hier für Maschinen? Auswählen, verfügbare Maschine kaufen. Anhänger? Kastenanhänger haben wir doch. Ach, der ist gerade im Einsatz. Okay. Ja, wird aber ja gleich frei. Dann warten wir so lange. Dann warten wir natürlich so lange. Können derweil mal ein paar Sachen noch verkaufen. Tomaten, die werden fällig. So. Der lohnt. Die nicht so, aber... Wir brauchen jetzt auch wieder langsam, aber sicher Geld. Deswegen verkaufen wir.
Der ist eh bald fällig. So, würde gern eine Schulung mit Tieren machen. Anneliese Kramer. Wer bist denn du? Jetzt kann das auch geerntet werden. Ja, wir haben zu viel Ernte. So. Puh. Schwierig grad. Ah, du bist das. Okay. Anneliese Kramer. Wo wohnst denn du? Da nicht. Anneliese Kramer. Da. So. Sehr gut, haben wir geschafft. Ja, wie machen wir das jetzt hier mit der Ernte? Je mehr das dauert. Ah, okay. Du kannst das machen. Sehr gut. Die müssen wir, glaube ich, fast von Hand ernten, oder? Oder wir brauchen noch einen Anhänger. Das wäre die andere Alternative. Können wir denn noch einen kaufen? Das ist die große Frage. Anhänger, Kastenanhänger. Ja, können wir, okay. Schlepper wäre natürlich auch von Vorteil, wenn wir da noch einen hätten. Mit was ist der Anhänger eigentlich hier alles nutzbar? Können wir da den kleinen auch benutzen? Tatsächlich, okay. Könnten wir hier dann auch... Könnten wir nicht. Die können auch geerntet werden. Halleluja. Jetzt kommen wir gerade etwas in Erntestress. Kann ich denn noch einen Trecker kaufen? Das ist hier die große Frage. Kann ja zur Not sogar ein kleiner sein. Also so einer. Wobei wir haben auch das Geld für so einen. Wir haben keinen Platz in der Garage. Okay, wir brauchen also erstmal Garagen. Das ist unser großes Problem. 35.000. Ja, ich muss es hier hinten hinbauen. Woanders passt es einfach nicht. Dann machen wir das so. Das wird noch eine Weile dauern hier. Reparieren bitte. Da haben wir jetzt gerade ein kleines Problem. Paprika geerntet. Wir haben nur zwei. Mach das mal trotzdem. Und dann können wir hier den jetzt vielleicht noch mit Maschinerie ernten. Einen müssen wir noch anstellen. Da müssen wir Festanstellung machen. Nehmen wir den Theo. Ach so, wir haben kein freies Gebäude mehr. Oder keinen freien Platz mehr im Gebäude, oder? 8 von 8. Okay, das heißt, wir brauchen noch ein Mitarbeitergebäude. Das läuft ja wirklich richtig gut. Oh, und da haben wir jetzt gerade noch so das Geld für.
Was können wir denn verkaufen? Tomaten. Paprika. Erdbeeren. Gurken. Ah, die sind schön. Sehr gut, das geben ordentlich Geld. Butter. Bringt gerade nicht so viel. Ziegenkäse. Verkaufen wir auch mal. Wobei das, glaube ich, eigentlich sogar auf Autoverkauf steht. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Knete. Das heißt, wir können jetzt noch den Trecker kaufen. Dann aber doch den kleinen, den roten. The Red One. Kaufen. Haben wir jetzt inzwischen... Wir haben leider keinen. So. Nehmen wir die Manuela. So, und arbeiten bitte. Schwere Geburt. Boah, das ist hier der Wahnsinn. Das dauert ja ohne Ende. Gut, naja, dürfte aber auch ordentlich Geld bringen. So, und dann können wir hier auch nochmal das Zeugs einsammeln, ne? Brauchen wir noch eine Festanstellung. Wen haben wir denn noch? Den Dominik. So, der darf das machen. Und dann können wir hoffentlich bald auch mal unsere Traktoren reparieren. Wäre auch kein Fehler. Das wäre nicht nur kein Fehler, das wäre sogar dringend geboten. Bin mal gespannt, ob wir das geerntet kriegen. Das machen sie immerhin nur zu zweit, ne? So. Der kann sein Korn abtanken. Das hätten wir dann. Dann können wir hier noch Stroh sammeln. Da haben wir schon, ne? Genau. So, mit Maschinen. Na. Arbeiten. Und hier müssen wir natürlich auch noch einen sammeln. Da warte ich aber, glaube ich, bis er das Stroh da gepresst hat. Weil der hier ist nicht mehr so fit, der Schlepper. Den müssen wir erst nochmal wieder fit machen. Lohnt sich das hier noch zu spritzen? Was machen eigentlich unsere Gewächshäuser? Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, dann darfst du hier mal holen. Das können wir gerade von Hand holen lassen. Das ist nicht so viel Aufwand, weil die nehmen immer einen Ballen mit. Und es ist ja relativ dicht beim Dings. Und das ist hier... Wow. Das kostet richtig, richtig Zeit. Okay, also da pflanze ich nicht nochmal so schnell Gurken an, glaube ich. Das ist ja der helle Wahnsinn. Aber unsere Bäume wachsen, das ist schön. Feuchtigkeit passt auch. Sehr gut.
Das sieht doch schon mal alles ganz gut aus. Verkauf. Gurke haben wir natürlich einiges. Das ist natürlich der Vorteil. Die bringen richtig, richtig Geld. Wobei ich mich über den Käse auch nicht beschweren kann. Honig ist immer ein nettes Zubrot. So. Dann haben wir schon wieder 63.000. Das ist doch gut. Kann ich das hier auch abbrechen? Arbeit abbrechen, ja. Und dafür soll dann der Mähdrescher raus. Das wächst schon wieder sehr gut. So, jetzt machen wir es nämlich mit Maschinen. Geht deutlich schneller. Den reparieren wir jetzt erstmal. Wartung. Bevor der wieder kaputt geht. Und dann haben wir die nämlich ja alle geerntet. Dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Kartoffelroder muss ich noch kaufen. Fällt mir da gerade so ein. Gruber. Wo haben wir denn den Kartoffelroder? Pflanzmaschine. Roder für Kartoffeln. Okay. Kaufen wir. So, Pflanzmaschine für Kartoffeln bräuchten wir dann auch, ne? Alles andere macht keinen Sinn. Mähdrescher, Rodern, Mähmaschine, Miststreuer, Pflanzmaschine für Kartoffeln. Kaufen wir die auch? Ich hoffe, ich hatte sie nicht schon. Wäre doof sonst. Ja, der erntet, sehr gut. Dann holen wir da noch das Stroh rein. Was machen unsere Gewächshäuser? Sehr gut. Wächst. Oh, das kann bald geerntet werden, okay. Okay. So, da haben wir alles wieder drin. Die wachsen auch, sehr gut. Ich wollte gerade die Bewässerungsanlage holen, aber die Idee ist, glaube ich, nicht so gut, wenn wir Minus haben. So, Butter, Honig, Ziegenkäse. Gurken sind noch keine wieder da. So, die können auch geerntet werden. Also mal ran an die Arbeit, Mädels. So, hier machen wir die Ballen. Der wird noch repariert. Der muss zum Glück nicht viel fahren, deswegen packt er das noch. Und kann dann zwischendurch auch, denke ich mal, repariert werden. Bin mal gespannt, ob wir das vor dem Winter reinkriegen. Oder ob nicht. Lassen wir uns überraschen. Da können wir mal wieder eine verkaufen. Da können wir wieder eine verkaufen. 21.000. Erdbeeren geerntet, okay. Die können wir eigentlich gerade mal holen lassen. Das geht nämlich ratzfatz. Das kriegen wir hin. Brauchen wir nicht extra nochmal eine Maschine für beanspruchen. Nochmal Wartung.
ganz schönes Gewusel, was wir hier auf den Feldern haben. Was machen die da? Okay. Den einen Sprengler hier können wir übrigens wahrscheinlich verkaufen, oder? Wo steht denn der? Einen behalten wir mal, aber den zweiten würde ich doch glatt verkaufen dann. So. Weil einen haben wir ja noch und wir haben ja für die meisten Felder jetzt automatische Bewässerungssysteme. Da macht dann der weitere Helfer überhaupt keinen Sinn. Das hättet ihr machen sollen. Du nicht. Weil du machst das hier noch mit Maschinen. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Kümmer dich? Nein. Dich können wir nicht warten. Dich auch nicht. Dich auch nicht. Die sind auch noch alle fit. Mähmaschine können wir Wartung machen. Beim Rest lohnt es sich noch nicht. Oder wir können es auch einfach gar nicht. Weil nicht aktiv. So, was haben wir hier? Achso, Ladewagen. Ist auch nicht aktiv. Pflanzmaschine ist auch noch nicht aktiv. Auch noch nicht aktiv. So, die sind alle drin. Sehr gut. Gewächshäuser sind alle aktiv. Also können wir gerade nichts machen. Da ist bald die Ernte fällig. Okay. Ja, sonst haben wir nicht viel zu tun, ne? Feuchtigkeit. Du könntest mal das bewässern. Lohnt sich das hier jetzt Himbeeren anzupflanzen? Das ist die Frage. Ich habe allerdings Himbeersträucher, ne? Wann sind denn die weg? Oh, die sollten wir auch mal verkaufen. Ich habe keine Himbeer. Der hält nicht so lange. Warum habe ich keine Himbeeren? Ich dachte, ich hätte die gekauft. Wohl doch nicht. Wohl doch nicht. Schulung haben wir gar keine mehr, sehe ich gerade. Die könnten wir auch noch machen. Erdbeeren, die müssen weg. Gurken sind preislich eh gerade mega. Sehr gut. Ja, damit haben wir auch wieder das nötige Kleingeld, was wir so brauchen. Pflanze ich noch Himbeeren an? Ich könnte es eigentlich mal probieren. Wäre vielleicht kein Fehler. Die reparieren wir nochmal. Ah, so haben sie schon einiges abgeerntet. Dauert noch 2 Tage, okay. Was hat das eigentlich mit dem Manager auf sich? Wählen wir mal die Clara als Managerin. Kümmern die sich dann darum? Das ist noch die große Frage.
So, der ist... Das machen wir schon mal rein. Das steht gar nicht zur Debatte. So, kultivieren bitte. Arbeiten. Das machen wir heute noch, dass wir da die Himbeeren setzen. So, einmal ernten. Wir haben keinen. Ups. Mach mal Saisonanstellung. Stellen wir nochmal zwei ein. Hoppala. So. Das wäre auch erledigt. Dann müssen wir hier noch, düngen. Genau das. Mist natürlich. So. Und dann kann ich gerade schon mal Himbeeren kaufen. Ich dachte, ich hätte welche gekauft. Kaufen wir mal 10 oder 8. So. Und dann kann ich hier nämlich gucken, wie viel wir tatsächlich brauchen. Vor dem... Okay. Das kriegen wir hin. Felderstellung, das können wir. Das machen wir doch einfach hier. Habe ich hier einen Weg? Shit. Schon wieder vergeigt. Schon wieder vergeigt. Eher suboptimal. Machen wir das so. So. Nicht einfach nach da unten abhauen. Haben wir das schon wieder verpennt mit den Feldern? Mit den Wegen. Das mache ich hier erst ein. Man sollte ja lernfähig sein, ne? So. Erledigt. Und jetzt können wir hier auswählen. Himbeeren, genau. 790 Stück. Sind die denn des Wahnsinns? Wir können doch mal gerade verkaufen. Tomaten müssen dringend verkauft werden. Gurken lohnt sich. Also von dem her lohnt sich das Feld ja schon. Das bringt so richtig, richtig Asche. Aber der Aufwand ist halt auch enorm. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber das wäre so ein klassischer Fall für Erntehelfer, ne? So, können wir jetzt... mit Maschinen... Saison. Die Janina. Haben wir noch einen? Genau. Sehr gut. Mach das mal bitte. Bin ich mal gespannt, was sie da jetzt machen. Wahrscheinlich auch wieder diese Erntesetzmaschine, oder? Ich denke mal, dass wir heute nichts mehr ernten können dort. Also heute sowieso nicht, aber auch diese Saison nicht mehr. Dass die Himbeeren länger brauchen, aber... sie sind ja mehrjährig, die müssten dann nächstes Jahr wieder bringen. Oh, 3 Tage noch, sehr gut.
schaut es hier aus? Ein Tag. 21. 17. Ah ja. So funktioniert das also, okay. Muss erst nochmal wieder welches holen. Ich würde ja gerne Wartung machen, aber das geht noch nicht. Weil noch mitten in der Ernte. Oh, hier können wir ernten. Oder auch nicht. Muss er hier gerade noch fertig säen. Oder fertig pflanzen. Wo bist denn du unterwegs? Da. So. Und dann sind die Leute auch wieder frei. Weil nochmal welche einstellen will ich dann auch nicht. Oh, das können wir schon ernten. Gibt ja richtig viel zu ernten. So, jetzt arbeiten. Und dann kann der andere Dude das hier machen mit dem Schlepper. Den reparieren wir gerade nochmal. Dass der auch fit ist. So. Hier können wir auch ernten. Einmal bitte. Das ist schon der Wahnsinn. Was das Kohle bringt. Das ist einfach. Die sind auch fertig. Haben wir noch Leute? Nö. Wir haben gerade keinen. Wir haben gerade niemanden. Da seid ihr am Ernten, ne? Es dürfte aber auch schnell durch sein. Die sind zu dritt. Dann ist das Thema in aller Regel schnell gegessen. Sozusagen. Und dann, genau, geerntet, passt. Dann können sie jetzt hier ran. Läuft. So, und wir verkaufen nochmal. Haben wir nochmal wieder Gurke. Ja, das lohnt sich. Ne, Gurke haben wir noch keine. Butter. Gelber Käse. Blütenhonig. Ziegenkäse. Kuhmilch und Eier. So. Ja, hier gibt es erst wieder, wenn der voll ist. Und ich sag da mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.